Von Ruhrberg in der Nordeifel führt der Blick auf den bewaldeten Höhenrücken des Kermeter, des einstigen Jagdreviers der Herzöge von Jülich. Dieses Waldgebiet erstreckt sich über eine Fläche von 31 Quadratkilometern im Dreieck der Orte Heimbach, Gemünd und Ruhrberg. Die windungsreichen Talsperren der Ruhr und der Urft umschließen den etwa 12 Kilometer langen Kermeter auf drei Seiten. Von der Straße über die Ruhrtalsperre führt ein Waldweg zu einem Meilerplatz, der noch bis 1963 von Köhlern aus Schmidt genutzt wurde. Mit den zahlreichen Bächen, die den Kermeter durchziehen, ist eine wesentliche Voraussetzung für die Köhlerei gegeben, die Nähe zum Wasser. Die überlieferte und bis Ende der 60er Jahre angewandte Technik der Holzkohlengewinnung führen hier Köhler aus Schmidt noch einmal vor. Sie beginnen damit, den Kohlplatz, die sogenannte Meilerplatte, herzurichten. Die angeebnete Fläche von etwa 15 Meter Durchmesser ist am Hang des düsteren Büdebachs gelegen. In diesem Bachtal sollen sich nach einer in den 70er Jahren durchgeführten Bestandsaufnahme Überreste von rund 50 Kohlplätzen finden. Auf den gesamten Kermeter hochgerechnet, kann man für die Blütezeit der Eisenindustrie eine Anzahl von 1200 solcher Meilerstellen annehmen. Dies lässt die Ausmaße dieser Form der Waldnutzung für die Nordeifler Eisenwerke im 16. bis 19. Jahrhundert erahnen. Vom Untergrund der Meilerplatte heben die Köhler die alte Laub- und Humusschicht der vergangenen Jahre ab. Darunter findet sich die Schicht schwarzer Kohlerde, die von früheren Meilerbränden stammt. Diese Erde benötigen die Köhler später beim Aufbau des Meilers. Schon deshalb war es zweckmäßig, vorhandene Kohlplätze zu renovieren. Außerdem konnte es je nach Gelände sehr arbeitsaufwendig sein, einen neuen Meilerplatz hier zu richten. Die Wahl eines geeigneten Standortes bestimmten hauptsächlich drei Faktoren: geringe Erdbewegungen am Platz, die Nähe zum Wasser und kurze Transportwege des Holzes. Am ehesten nahmen die Köhler längere Holzanfahrten in Kauf. Einen großen Vorteil bedeutete auch die windgeschützte Lage eines Meilerplatzes. Wo sie vom Gelände her nicht gegeben war, zum Beispiel in Ebenen oder Kahlschlägen, errichteten die Köhler Windschirme aus Ästen oder Reisig. Hier schützt der bergseitige Hang den Meiler vor Wind. Von der Böschung werden Laub, Äste und die obere Erdschicht abgetragen. Bei starken Böen könnte sonst der aufgewirbelte Unrat, wie die Köhler sagen, den Meilerbrand ungünstig beeinflussen. Die Männer haben in der Nähe der Kohlstelle ein Feuer entfacht, an dem sie sich zwischendurch aufwärmen oder einen Kaffee kochen können. Die Meilerplatte, auf der das Kohlholz in Form eines Kegels aufgeschichtet wird, muss vollständig eben, steinfrei und möglichst luftdicht sein, um ein gutes Ergebnis beim Brennen zu erzielen. Sobald der Platz bis zur Schicht der Kohlerde geräumt und grob geebnet ist, legen die Köhler seine endgültigen Ausmaße fest. Als nächstes markieren sie den Mittelpunkt. Der Middesöken nennt sich dieser Vorgang. Von hier aus gehen zwei Köhler je 18 Fuß in die entgegengesetzte Richtung. Der Endpunkt bildet mit weiteren Markierungen die Radiuslinie des Meilers.
Eine andere Möglichkeit der Markierung bestand darin, in der Art eines Zirkelschlages mit einer Schnur den Radius zu ziehen. Die Stelle, vom Mittelpunkt aus rund 6 Meter entfernt, wird deutlich gekennzeichnet. So, ich habe 18 Fuß. Ich habe so. So, jetzt sind wir dort. Jo, die andere Seite. 2, 3, 4, 6. Das gleiche Verfahren wiederholen die Köhler mit der rechtwinklig dazu verlaufenden Achse, sodass der Meilerplatz nun in 4 Viertel geteilt ist. 18. So, da ist die Grenze. Wie bist du ausgegangen? Ja, richtig ausgegangen, das stimmt so. Muss man den Mörder noch punktieren. Die Abmessung von 2 mal 6 Metern ergibt demnach einen Meilerdurchmesser von 12 Metern. Die übrige Kreisfläche bleibt für den Umgang frei. Von dem kleinen Bachlauf unterhalb des Kohlplatzes verlegen die Köhler später eine Schlauchleitung zum Meiler. Wasser benötigen sie sowohl beim Aufbau des Holzkegels als auch bei der Wartung des Schwelbrandes. Auf der in weitere Segmente abgeteilten Kreisfläche tragen die Männer eine 20 cm dicke Schicht schwarzer Erde ab und häufeln sie am Rand des Platzes auf. Diese Kohlerde bildet zusammen mit einer Schicht verrotteten Laubes die Meilerdecke, die zum Schluss des Aufbaus den gesetzten Holzvorrat überzieht. Die hier vorbereitete Fläche gehört zum Typ der Einzelplätze. Es gab auch Doppelplätze, bei denen 2 Meiler nebeneinander auf einer Ebene standen oder mit einem geringen Abstand auf unterschiedlichem Höheniveau errichtet wurden. Seltener fanden sich sogenannte Gruppenplätze mit 3 oder mehr Meilern. Die Anlage von 2 bzw. mehr Kohlstellen hatte den Vorteil, dass die Köhler während der Brennphase besser ausgelastet waren. Die Meiler konnten zeitversetzt aufgebaut und gewartet werden. Je nach Zustand des Platzes nehmen die Vorarbeiten für den Meileraufbau einen halben bis einen Tag in Anspruch. 2 bis 3 Tage benötigen die Köhler, um den Holzvorrat zur Kohlstelle zu transportieren. Das Rohmaterial für den Meiler wird mit dem Traktor angefahren. Es handelt sich um Scheite, Äste und Knüppel aus Buchenholz, das mindestens 1 Jahr gelagert wurde. Die Köhler schlugen das Holz in den Monaten Januar bis März. Die Meilerplatte ist bereits mit dem Holzvorrat zur Hälfte bedeckt. Gelagert wird im Halbkreis von der Berg- und Talseite nach innen. Die Durchfahrt für den Traktor bleibt bis zuletzt frei. Etwa 80 Raummeter Buchenholz müssen die Männer anfahren und aufstapeln. Damit gehört dieser Meiler zu den mittelgroßen Typen. Gott sei Dank, da haben wir wieder Hese. Jung, der Weg ist aber nass. Ja, wir haben noch so. Einmal die Fahrer. Mann, da gehen wir nicht mehr hin. Alle Holzarten und Stärken sowie alle holzigen Baumteile sind generell zum Verkohlen geeignet. Mit den hier verwandten Buchenscheiten lässt sich allerdings eine deutlich bessere Holzkohlenqualität erreichen als mit Eichen oder anderen Harthölzern.
Die Anordnung entspricht der umgekehrten Reihenfolge beim Aufbau. Innen an der Gasse stehen die Scheite, die die Köhler für den Aufbau zuerst verwenden. Nach außen hin folgen dickere Rundstämme, dünneres Astholz und Krummholz, mit dem die Meilerkuppe geformt wird. Die aufgehäufte Kohlerde, die zum Schluss den Rohholzkegel bedeckt, sichert am Rand des Platzes das Gefüge gegen ein Abrutschen. Am nächsten Morgen beginnt in der Mitte der Meilerplatte der Aufbau. Die Köhler errichten den Feuerschacht, auch Fülle- oder Quandelschacht genannt. Die Fülle besteht aus drei Fichtenstangen von je 3,5 Metern Länge, die in verschiedener Höhe von 2 Eisenringen stabilisiert werden. Ein Eisenring liegt zunächst als Maß für den Durchmesser der Röhre am Boden. Die Köhler befestigen ihn dann in der Höhe von etwa 80 cm mit Bindedraht. An diese Konstruktion stellen sie die metrigen Buchenholzscheite in 2 Etagen, den sogenannten Gesetzen, an. In der Meilermitte entsteht so eine vom Boden bis zum Kopf durchlaufende Röhre. Durch diese Fülle wird zu Beginn des Brennvorgangs das Feuer eingebracht. Das erste Gesetz wird angestellt. Durch die Anordnung des Holzvorrats ergeben sich bei dieser Arbeit sehr kurze Wege. Dies ist vor allem wichtig, solange die Hölzer noch nicht fest stehen. Beim weiteren Aufbau setzen sie die Köhler zunehmend schräger, um die Flanke des Meilers zu formen. Die Köhler ordnen das Rohholz möglichst lückenlos an, damit der Meiler gleichmäßig verkohlt. Allerdings ist eine zu enge Schichtung ungünstig für die Sauerstoffzufuhr im Inneren. Es wird noch etwas dauern, bis sich die Scheite gegenseitig stützen und das erste Gesetz begehbar ist. So, jetzt müssen wir das noch hier tun, da, du. Am äußeren Rand des Kohlplatzes liegen die dickeren Stämme, die zum Schluss, zersägt und gespalten, für die Kuppe des Meilers Verwendung finden. Der Aufbau des zweiten Gesetzes beginnt. Mit dem metrigen Buchenscheit misst Franz Stollenberg die Höhe ab, in der zweite Eisenring in der Fülle sitzen muss. Ja, ja. Die Männer füllen dann zunächst oben den Holzvorrat auf, bis der Umfang des unteren Gesetzes fast erreicht ist. Dieses Verfahren ist zweckmäßig, weil sie so später bequem beide Etagen von unten anstellen können. Hubert Stollenberg hatte in den 30er Jahren bei dem Köhler Heinrich Falter in Schmidt sein Handwerk erlernt. Der Vater, von Beruf Zimmermann, besaß im Ort eine Holzhandlung. Dazu betrieb er noch eine Gastwirtschaft. Alle 5 Söhne arbeiteten als Köhler. Die Techniken und Kenntnisse der Meilerverkohlung gaben sie untereinander weiter. So sind auch Wolfgang und Klaus Stollenberg, die hier mit ihrem Vater Franz und dem Onkel den Meiler aufbauen, seit ihrer Kindheit mit dem Handwerk vertraut, auch wenn sie es nicht als Beruf ausübten. Ende der 50er Jahre erschwerten billigere Importe aus Osteuropa, Hersteller von Holzkohle waren hier unter anderem Jugoslawien, Ungarn und die Tschechoslowakei, den Absatz des heimischen Produkts.
Zudem lösten industrielle Fertigungsverfahren mehr und mehr die aufwendige Meilerköhlerei ab, sodass Hubert Stollenberg 1963, sein Bruder Franz 1969 das Handwerk aufgeben mussten und in andere Berufe wechselten. Inzwischen haben beide Holzlagen nahezu den gleichen Durchmesser. Die vier Männer füllen nun von unten beide Gesetze weiter auf. Durch den gleichmäßigen Abbau des elliptisch stehenden Holzvorrats bleibt der Abstand zum Meiler konstant. Der Umgang wandert mit dem Aufbau nach außen zum Rand der Meilerplatte. Zur historischen Entwicklung. Mit dem Aufblühen der Eifler Eisenindustrie im Verlauf des 16. Jahrhunderts gewann auch das Köhlerhandwerk immer mehr an Bedeutung. Der enorme Bedarf der Eisenwerke an Holzkohle führte zu einer rücksichtslosen Ausbeutung der Wälder. Der Kermitter blieb hiervon weitgehend verschont. Die Verwaltung des Herzogtums Jülich sah die Entwicklung voraus und schränkte die Abfuhr von Holzkohle rigoros ein. So konnte der Burggraf Häupgen 1733 vermerken, dass der Kermitter die kostbarste Perle der herzoglichen Kron sei. Heute nimmt die Buche von den 60% Laubhölzern im Kermitter wieder den überwiegenden Anteil ein. Der Meiler gewinnt langsam an Gestalt. Die äußere Schicht an den Flanken bilden die dünnen Knüppelhölzer, die natürlich schneller zu Holzkohle verschwelen als die dicken Scheite im Meilerkern. Da sich die Glut von innen nach außen entwickelt, erreichen die Köhler mit dieser Anordnung, dass der gesamte Holzvorrat gleichmäßig verkohlt. Über dem zweiten Gesetz entsteht bereits der Meilerkopf. Die Hölzer müssen hier zur Ausbildung der Kegelform kürzer sein und flacher aufliegen. Deshalb werden die metrigen Stämme halbiert. Die Oberfläche des zweiten Gesetzes steigt zur Mitte stufenförmig an, weil die Köhler das Rohholz zum Rand hin immer schräger angestellt haben. Oben kontrolliert Franz Stollenberg den Durchmesser des Meilers und seine ebenmäßige Rundung. Hier zu. Musst du mal aufhören, ne? Da noch jetzt. Die sieht doch. Am Rand des Kohlplatzes steht jetzt noch das Ast- und Knüppelholz. Wolfgang Stollenberg zersägt die Scheite für die Kuppel. Währenddessen werfen Franz und Hubert Stollenberg bereits die Hölzer auf das zweite Gesetz. Für die Arbeiten am Meilerkopf haben sie eine Treppe gegen die unteren Gesetze gelehnt. Mit den eingeschnittenen Kerben eignet sich dieser etwa 3 Meter lange Weidenstamm besser als eine herkömmliche Leiter. Mit besonderer Sorgfalt legen die Köhler das Holz auf der Kuppel. Der Meiler soll hier ebenso lückenlos schließen wie im unteren Bereich. Außerdem muss der Kegel während des Brennvorgangs gefahrlos begehbar sein.
Die äußere Holzlage bilden die krumm gewachsenen Stücke, die anfangs beim Aufstellen der Gesetze aussortiert wurden. Mit ihnen lässt sich die Meilerwölbung gut ausformen. Besonders exakt umkleidet Franz Stollenberg den Schacht, in den zu Beginn des Kohlvorgangs das Feuer eingebracht wird. Im Rohbau erreicht der Meiler eine Höhe von 2,60 Meter. Während auf dem Platz der Meilerkopf fertiggestellt wird, sammeln Wolfgang und Klaus Stollenberg Laub zur Abdeckung des Holzes. Der Kegel erhält eine doppelte Decke aus einer Laub- und einer Erdschicht. Buchenlaub wird am nahegelegenen Hang zusammengescharrt und in Säcken zum Meiler transportiert. Zweckmäßig ist es, vorjähriges, etwas verrottetes Laub zu verwenden. Etwa 50 Säcke sind nötig, um den Meiler mit einer 10 bis 20 cm dicken Schicht abzudecken. Andere Materialien wie Farn, Moos oder Gras erfüllten den gleichen Zweck. Die untere Deckschicht sollte verhindern, dass die zuletzt aufgetragene Kohlerde in den Holzvorrat rieselte. Die Umkleidung, auch Mantel oder Raudach genannt, entsteht in einem Arbeitsgang. Damit die lockere Laubschicht nicht aufwirbelt oder wieder abrutscht, bringen die Köhler sofort abschnittsweise die Erde auf. Mit einer schnellen Schaufeldrehung fixiert Hubert Stollenberg die angeschickte Kohlerde. Diese Mischung aus Kohlasche, Kohlegries und Waldboden verfestigt sich beim Anklopfen und hält zusammen mit dem verrotteten Laub die Feuchtigkeit. Der Meiler ist nach außen dicht und dadurch gegen die Außentemperatur isoliert. Die äußere Abdeckung ist etwa 4 cm dick. Der Meileraufbau ist in seinen verschiedenen Stadien jetzt gut zu erkennen. Die 80 Raummeter Buchenholz sind zu zweimetrigen Gesetzen und dem Kopf aus halbmetrigen Scheiten geschichtet. Als Abdeckung bringen die Männer Laub und Erde zunächst an der Schräge, danach am Kopf auf. Der Meiler wird schwarz gemacht. Ist das Lofer nass genug, Wolfgang? Wenn am Meilerplatz keine oder zu wenig Kohlerde verfügbar war, so benutzten die Köhler gesiebten Lehm zum Bedecken des Holzes. Bei feuchtem Wetter allerdings klebte dieser an den Schuhen fest und erschwerte damit die Wartungsarbeiten auf dem Meilerkopf. Der Meiler besitzt zuletzt einen Umfang von etwa 34 Metern und erreicht mit fertiggestellter Decke eine Höhe von 2,80 Metern. Die Überstände der Fichtenstangen im Quandelschacht sind inzwischen bündig mit der Meilerspitze gekürzt worden. Die Stollenbergs arbeiteten auf Kohlplätzen im Ruhrtal, im Kermeter, im Kall- und Wehebachtal.
30 bis 35 Meiler wurden von ihnen pro Jahr gebrannt. In der Regel errichteten sie zwei Meiler nebeneinander, einen größeren und einen kleineren. Die größten Einzelplätze, an die sie sich erinnern, fassten 130 Raummeter Buchenholz. Allerdings seien so große Meiler wesentlich schlechter zu kontrollieren gewesen. Inzwischen schaufeln die Köhler die obere Deckschicht auf den laubbedeckten Teil des Kegels. Wo es notwendig ist, hacken sie die Kohlerde am Hang auf und erweitern damit gleichzeitig den Meilerumgang. Bevor die Erdschicht in unmittelbarer Umgebung des Feuerschachts aufgebracht wird, umkleidet ihn Hubert Stollenberg mit Rasenplaggen. So, bringen Sie die Vase nicht ab. Wo hat sie da hier? Wo hat sie da hinten? Ja. Die Rasenstücke sollen die Schachtöffnung sauber umschließen bzw. abdecken. In die Röhre rieselnde Kohlerde könnte das Anstochen des Meilers erschweren. Während des Schwelbrandes bleibt der Feuerschacht verschlossen. Die Sauerstoffzufuhr im Innern regulieren dann die Zug- und Rauchlöcher, die die Köhler in die Meilerdecke einstechen. Die fünfte Plagge liegt wie ein Deckel über der Öffnung. Beim Verkohlen des Meilers muss sie wiederholt erneuert werden. Während der Mantel auf der Meilerspitze geschlossen wird, säubert Franz Stollenberg den Umgang. Da später zur Wartung weitere Kohlerde nötig ist, schüppt er den Rand wieder zu einem kleinen Erdwall auf. Bevor die Köhler den Meiler am nächsten Tag anzünden, stechen sie am Fuß die Zuglöcher ein. Auch eine Schlauchleitung vom Bach zum Kohlplatz müssen sie noch verlegen. Erst damit sind alle Vorbereitungen für den Kohlprozess getroffen. Im Verlauf des Schwelbrandes wird der Kegel insgesamt, besonders deutlich aber in der Mitte, um knapp 60% seines jetzigen Ausmaßes zusammensinken. Der Kopf ist fertig. Die Ummantelung soll fest und dicht schließen. Um die hierzu notwendige Feuchtigkeit zu halten, begießen die Köhler gegebenenfalls Meilerflanken und Kuppel. So, jetzt haben wir fertig. Mal wieder eingestaut. Tun wir noch ein bisschen abrühmen. Das ist hier zusammen. Jo. Dann ist Schluss. Für heute. Vom Herrichten der Meilerplatte bis zum Fertigstellen des Rohholzkegels sind 8 Tage vergangen. Je eine weitere Woche nehmen der Schwelbrand und das Ausräumen des verkohlten Holzes in Anspruch.